Okay. Wir gehen uns die Richtung hin zu zum okay. Der Airport ist etwas dunkler geworden. Muss ich. Also wir gehen mal zu der Polizei, weil uns wurde ans Herz gelegt, bei uns bei Rousseau zu melden. Dieses machen wir dann auch. Bin mal gespannt. Der Herr scheint sehr beschäftigt zu sein. Entschuldigen Sie, was wollen Sie diesmal? Ja. Gehen wir einfach mal der Reihe nach oder von vorne an, aber ich denke mal, das Gesicht ist neu, fragen wir einfach mal dann nach. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja, früher war er bekannt als der Maulwurf von Montmartre. Ich habe gehört, man hat ihn ins Hospital geschafft. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. Ich denke mal, haken wir noch mal In nach. welches Hospital hat man Marquet eingeliefert? In die Aggenmeyer-Klinik in der Avenue de Cerisons. Aha. Ja, ich denke mal, die Klinik werden wir da wohl nachschauen müssen, dann um mit den Herren zu Warum hatte reden. Marquet den Spitznamen Maulwurf vom Montmartre? Wahrscheinlich, weil er in Montmartre wohnte, vermute ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert hat? Gute Frage. Okay, ich denke mal, der Sergeant hilft uns nicht weiter. Dann müssen wir Ist wahrscheinlich Rousseau doch mit hier? Ross zu reden. Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, sonst würde man nicht Ja, nach ihm gerne. fragen. Einen Moment, Monsieur. Dieser Stoppard ist da und will Sie sehen, Monsieur. Hat er gesagt, was er will? Nein, Monsieur. In Ordnung. Ja, dann komm mal an, Rosso. Was gibt es, Monsieur? Ja, wir wollen von Pegram. Fangen wir mal mit Pegram an. Haben Sie schon mal von Dr. Pegram, dem Archäologen, gehört? Molly Pegram? Der zweite Sohn von Lord Barclay Pegram? Keine Ahnung, ich habe nur in einer Zeitung etwas über ihn gelesen. So viel zum Thema wirksame Rehabilitation. Was hat er diesmal angestellt? Jo, Er hat gute in Frage. England einen bedeutenden archäologischen Fund gemacht. Jo, einen Edelstein gefunden, den wir bei uns in Besitz haben. Kennen Sie Pegram gut? Ich habe zwar gewisse Kontakte zu seiner Familie, aber von ihm selbst weiß ich so gut wie gar nichts. Ist Molly sein richtiger Name? Natürlich nicht. Das ist der Spitzname, den er in der Schule hatte. All seine Freunde und Bekannte kennen ihn als Molly. Okay, dann wahrscheinlich weiter nach diesem Herrn, der im Krankenhaus Haben Sie liegt. jemals von einem gewissen Marquet gehört? Jacques Marquet. Marquet? Den Namen kenne ich sehr gut. Er hat ein Vorstrafenregister mit Verdacht auf Erpressung, Kidnapping, Brandstiftung und Kunstdiebstahl. Ein Allround-Talent, wie? Wieso läuft er noch frei herum? Sein Draufgängertum wird nur noch von den Fähigkeiten seines Rechtsanwaltes übertroffen. Ja, okay. War jetzt nicht so Bis dann, ergiebig, außer Inspektor. dass wir wissen, dass der Herr im Krankenhaus sich befindet. Dann gehen wir mal nach draußen und dann schauen wir mal, ob wir jetzt das Krankenhaus.
Ah, da ist das Hospital. Also ich denke mal, da werden wir als nächstes Mal den Herrn Marquet, Jacques Marquet, einen Besuch abstatten. Das alte Gebäude strahlt noch immer etwas von seinem alten Charme aus. Hübsch, hübsch. Die modernen Anbauten wirken wie eine Baseballmütze auf einer mittelalterlichen Heiligenfigur. So, was haben wir denn hier? Wir haben den Ausgang, die Tür, ein Krankenwagen, eine Uhr. Schauen wir mal einen Blick auf den Krankenwagen. Von der Besatzung des Krankenwagens ist keine Spur zu sehen. Ja, die dürfen halt parken, wo sie wollen. Die müssen halt keine Rücksicht nehmen. Und schauen wir uns mal näher an. Ich fühle mich irgendwie schuldig, als ich versuche, die Tür zu öffnen. So, als wollte ich ein Grab ausrauben. Ich greife mit zitternder Hand nach der Klinke und ziehe. Die Tür ist verschlossen. Ja. Wäre zu schön gewesen. Ich denke, gehen wir mal in das Krankenhaus herein. Okay, hier ist ein das Herr. Das Gesicht des Mannes strahlt Energie und Enthusiasmus aus. Meine Meinung, frisch von der Uni. Ja, dann hätten wir hier noch eine Dame. Gang dahinter. Hier sonst sehe ich erstmal nichts. Nur, dass er jetzt relativ ungünstig steht, um die mit der Dame zu reden. Aber jetzt gucken wir uns die Dame mal an. Die Frau schafft es, total überarbeitet und gestresst auszusehen, obwohl sie überhaupt nichts zu tun scheint. Ja, dann reden wir mal mit dem Herrn, wenn Hi. Er sich schon immer so in den ich Vordergrund heiße schiebt. George Stobart. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Sie können mich George nennen, wenn Sie wollen. Sind Sie sicher? Ja, so heiße ich. Ich heiße eigentlich Benoit, aber alle nennen mich Bunny. Bunny? Stimmt genau. Ich hatte dieses niedliche Häschen, als ich noch klein war. Verschonen Sie mich damit, Benoit. Oh, genau. Ja, fragen wir mal nach den Patienten, denke ich mal. Wissen Sie etwas denk über ich einen mal. Patienten namens Marquet? Nein, Sir, ich kenne noch so gut wie gar keinen der Patienten. Ich habe noch nie einen Arzt getroffen, der zugegeben hat, dass er auch nur ein Mensch ist. Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. Ich ah, werde mich schon ein noch anpassen. Hilfsarzt. Ja, fragen wir mal den Herrn, ob der vielleicht hier schon Mann auf dieser Fotografie. Nein, Sir, habe ich noch nie gesehen. Also war der Herr Kanon nicht in dem Krankenhaus selbst. Aber wir wissen ja, jeden, den wir treffen, müssen wir buzzern. Versuch mal hier unser Glück. Hand, Benoit. Das halte ich für eine ganz schlechte Idee, Sir. Wieso das? Dermatitis. Ich habe doch keine Dermatitis. Aber ich. Na gut, der Herr hilft uns so in dem Moment nicht wirklich weiter. Bis später dann. In Ordnung. Reden wir mal mit der Dame dort. Verzeihung. Oui, Monsieur? Ist das die Hagenmeier-Klinik? Ja. Stimmt, genau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen. Die waren meine Idee. Ein bisschen Grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Ja, wäre besalbern, nach einem Clown zu fragen, aber wir fragen mal ganz höflich nach dem Jacques Marquet. Ich möchte Jacques Marquet besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Ja klar, ja, sie sind verwandt. Verschollener Bruder. Ein Bruder, der nur halb so alt ist, einen anderen Namen und einen amerikanischen Akzent hat? Yeah, darüber wundern sich die Leute immer. Daran ist aber, denke ich, unsere Mutter schuld.
Wir wurden in frühester Kindheit voneinander getrennt. Es war tragisch. Eine Verwechslung im Kindergarten des Einkaufszentrums von Oakland. So etwas Lächerliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das war's wohl nicht. Hätte ja klappen können, aber fragen wir einfach mal nochmal nach. Also kann ich Marquet sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht. Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquet. Wäre ja auch zu schön. Wenn Sie nicht können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Okay, damit haben wir erstmal unser Problem gelöst. Wir können ja mal nach dem Wiesel und dem Yeti fragen. Hatte Marquet Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Ja, gut, jetzt bleiben wirklich noch als letzter Strohhalm der Clown. Ist Marquet von einem Mann in einem Clown-Kostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen? Naja, doch, da ist Theodor, der Bär. Oh, nee. Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Die Kinder wurden zu erschrecken. Ich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte.